diesem Video möchte ich dir gerne erklären, wie man unseren neuen Buchstaben, das G wie Gabel, richtig in die Linien schreibt. Ich habe hier unser Häuschen und die Schreiblinien und ich habe schon mal den Startpunkt für das große G eingezeichnet. Du siehst, du musst oben beim Dach starten, allerdings nicht ganz auf der Linie vom Dach, sondern ein bisschen tiefer. Wir malen jetzt als erstes so einen Halbkreis, allerdings soll der oben das Dach berühren. Du musst aber etwas tiefer starten. Ich mache das mal vor. Ich starte hier und male in diese Richtung. So, ich fange mal an, so dass mein Bogen oben das Dach berührt. Und jetzt male ich runter bis in die untere Linie des Erdgeschosses. Ich muss aber wieder hochgehen, bis ich das Erdgeschoss wieder berühre. Dann sieht das erstmal so aus. Einen Halbkreis etwas unterm Dach anfangen. Oben das Dach berühren, runter bis ins Erdgeschoss und wieder hoch bis zur oberen Linie vom Erdgeschoss. Hier bist du aber noch nicht fertig, sondern du musst den Stift gar nicht absetzen. Wenn du bis hierhin gezeichnet hast, dann malst du eine Linie weiter in die Mitte. Na, mein Stift gibt langsam hier den Geist auf. So, dann sieht das so aus. Dann malst du diese Linie wieder zurück und noch eine Linie nach unten. Ich mache das nochmal. Hier fange ich an. Erst mal einen Halbkreis bis hoch zum Erdgeschoss. Einmal in die Mitte, wieder zurück und runter. Ich mache das, glaube ich, mal einmal mit dem blauen Stift, weil der schwarze Stift nicht mehr gut schreibt, merke ich gerade. Einen Halbkreis etwas unterm Dach anfangen, oben das Dach berühren bis runter zum Erdgeschoss. Bis zur oberen Linie vom Erdgeschoss, in die Mitte, wieder zurück und runter. Das ist gar nicht so einfach. Beim kleinen G ist das ein bisschen einfacher, denn das kleine G sieht fast so aus wie unsere 9. Auch hier ist der Startpunkt ein bisschen tiefer als die obere Linie vom Erdgeschoss. Wichtig, du beginnst im Erdgeschoss, nicht im Dach. Auch jetzt muss ich wieder in diese Richtung zeichnen. Ich fange genauso an. Ich zeichne erstmal eine Art Kreis. Ich fange hier an, berühre die obere Linie vom Erdgeschoss, berühre die untere Linie vom Erdgeschoss, gehe wieder hoch, auch jetzt hochgehen bis zur Linie und dann gehe ich erst nach unten in den Keller und male hier unseren Bogen ran. Auch das mache ich nochmal neu. Du siehst, dadurch entsteht hier dieser kleine Zipfel. Ich fange hier etwas unterhalb der Linie vom Erdgeschoss an, berühre die obere Linie vom Erdgeschoss, berühre die untere Linie vom Erdgeschoss, zeichne wieder hoch, wieder bis zur Linie und dann kommt hier unten der Bogen dran. Ich mache das hier noch einmal, das große G. Ich fange etwa hier an, einen Halbkreis, oben das Dach berühren, bis runter zum Erdgeschoss, wieder hoch bis zur oberen Linie vom Erdgeschoss, in die Mitte, wieder zurück und runter. Und das kleine G, ich fange hier an, zeichne einen Kreis bis zur oberen Linie vom Erdgeschoss, bis zur unteren Linie vom Erdgeschoss, gehe wieder hoch und jetzt kommt unten der Bogen dran und auch der muss natürlich die untere Linie vom Keller berühren. So, ich hoffe, dieses Video hilft dir beim Schreiben vom G.